ja, runterzuladen, zu schneiden und mit Pech dann irgendwie die Audiospur neu schneiden zu müssen. Und dann sowieso ja, nur diese Mini-Qualität nehme ich halt nebenher noch gleich auf und mache einfach nur Aufnahme starten und beenden. Habe ich die jetzt bekommen oder nicht? Leitende Windziel? Nee. Reisen wir mal zum Fuchsbau. Vielleicht ist da irgendwas. Reise zur Asamo-Bucht. Ja. Die habe ich doch schon längst befreit. Ich muss da noch. Ja, mal sagen können, dass ich den Berg hoch muss. Eine Bucht ist unten am. Ja, also der Kampf in den lila Blumenbeet fand ich super. Der sah richtig cool aus. Der hatte was. So, wollen wir mal klettern? Super. Ja, hier sind auch wieder lieber lila Blumen. Sie haben den Musikanten. Ganz schön was aus, der Dicke. Ja, immer auf mich. Das war Pfeile, das ist super. Wollen wir den Musikanten mal retten? Mein Herr, wie habt ihr uns gefunden? Ein Nachkomme Tadayori schickte mich hierher. Was ist mit euch passiert? Ja. Ein mongolischer Spion fand eine vergessene Schriftrolle von Tadayoris Erstgeborenem. Sie zwang mich, sie zu entziffern. Und sie führte uns hierher. Sie haben also die Rüstung. Nein, ich führte sie in die Irre, da ich auf euer Kommen hoffte. Das war riskant. Es hat sich gelohnt. Die Rüstung ist unter diesem Denkmal versteckt. Nehmt sie an euch, mein Herr. Ein Denkmal an Tadayori. Aha. Dieser kleine Fuchs. Dieser kleine Fuchs. Nee, bei Blockbustern ist es immer ein bisschen schwierig, die interessant zu streamen oder zu let's playen, vor allem wenn man sie selbst nicht kennt. Zurück, Musikant. Ich halte euch die Mongolen vom Leib. So konnte Tadayori also hunderte Piraten allein besiegen. Lol. Yeah.
Mit der Rüstung kann ich viel besser. Weißt du, wenn ich was die Rüstung jetzt macht, aber. Das Gefühl, du lässt mich schneller zielen. Es kommen noch mehr. Geht es euch gut? Ja, mein Herr. Dosho! Dosho! So, zum Glück habe ich was gegen Schilder. Das war, als hätte ich Tadayori selbst zugesehen. Dann will ich mal mit ihm sprechen. Weißt du nicht, was die Rüstung jetzt... für einen Schützen. Meine Geschichte fand das richtige Publikum. Und mein Stroh ist so im Arsch. Weiterzuziehen, mein Herr. Die Legende von Tadayori. Das halte ich davon. Herrlich. Lol, Pfeile voll. So, super, das lief doch schon mal gut. Dienst verfügbar, Verbesserungen. Sollte ich vielleicht mal machen. Und wo ist denn jetzt hier ein Fallensteller? Vielleicht sollte ich hier weiterhin auf Bogenschütze bauen. Ich weiß aber nicht, warum ich... Fernkampf. Windglocke. Ja, komm. Warum eigentlich nicht? Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Brandpfeil, Pfeile. Oh, 16. Mm. Aber wir brauchen so viele Raubtierfälle. Da muss ich ja Bären killen. Mögen eure Jagden erfolgreich sein. So, wollen wir mal gucken. Wo geht es jetzt hier weiter? Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier gibt es noch was. Wasserrauschkreuzung. Machen wir das doch mal. Weil das sieht nämlich so aus, als könnte es einen guten Fortschritt bieten. Das Fragezeichen erscheint, wenn interessante Orte verfügbar sind. Das ist schön. 320 Meter. Was kann ich mit... Mein Bruder wollte Samurai werden, Fürst Sakai. Mhm. Er baute sich einen Bambus-Trainingsstand. Trainierte den ganzen Winter über dort. Bambus schneiden. Ein hervorragendes Schwertkämpfertraining. Vielleicht kann ich mit eurem Bruder üben. Leider starb er vor ein paar Jahren am Fieber. Oh nein. Doch beim Anblick eines Stands mit Flagge denke ich immer an ihn. Ich von nun an auch. Danke. Schöne Geschichte. Ich muss ja sagen, ich finde, auch wenn es ein bisschen langweilig ist, diese kleinen Geschichten, die du mit diesen Leuten da hast, die machen die Welt lebendig. Vor allem so dieses, hier diese kleine Geschichte jetzt, die hat zur Story nichts. Aber auch gar nichts gebracht. Auch Fortschritt oder sonst was. Ist einfach so. Aber ich finde, die hatte so, die bringt der Geschichte so leicht Leben ein. Weil wir kannten ihren Bruder ja nicht und gar nichts, aber trotzdem denkt er jetzt an ihren Bruder, weil er halt sich selbst was trainiert hat. Und das macht in meinen Augen so ein bisschen das Asiatische so ein bisschen mit aus. So diese kleinen Geschichten, die halt die Welt voller, ja, ins Leben halt reinschieben. Das macht zwischenmenschliches Handeln aus. Das hat doch nichts mit Asien zu tun. Ja, ich finde, das hat man aber komischerweise nur bei asiatischen Filmen oder bei asiatischen Sachen. Genau diese kleinen Tiefen. Diese Kleinigkeiten, die jetzt nicht unbedingt so großartig irgendwas dahin reißerisches sein müssen, sondern einfach so Kleinigkeiten. Es mag zwar sein, dass es zwischenmenschliches Handeln ist, aber auf der anderen Seite, weiß ich.
Ich gucke ja ganz gerne so Kung-Fu-Filme oder Kampfkunstfilme. Vor allem auch gerne Jet Li, Jackie Chan, eher weniger, weil der mir zu. Weil ich jetzt. Da hast du halt eher nicht so tiefgreifende Story, sondern eher den Komödianten-Aspekt. Aber so Jet Li zum Beispiel oder so diese unbekannten Kung-Fu-Filme, da hast du solche Kleinigkeiten, die also so klitzekleine Geschichten, die einfach. Die einfach schön sind. Die hast du in westlichen Filmen, habe ich die selten gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wo dann einfach so, wo du mit jemandem sprichst und sagst, hier, nimm das, das ist, gefällt mir oder so, oder es wäre mir eine Ehre, ob das zu haben oder nicht. Und während in meinen Augen zum Beispiel der Hauptprotagonist die dann irgendwann halt wegschmeißt, in der Regel, wenn es nicht von jemandem besonders nahm oder so dran ist und sagt, ja, was will ich denn damit, hat keinen Nutzen, schmeiß es weg. Ist dann zum Beispiel bei so einem Kampfkünstler oder so, der sieht da irgendwas draus. Okay, was du damit sagen willst, ist, du magst es, wenn die Geschichten ein bisschen ins Detail reingehen, das Ganze ausgespielt. Liege ich da richtig in der Annahme? Ja. Okay, ja, das, wie gesagt, hätte man auch ein bisschen kürzer machen können, anstelle drei verschiedene Beispiele zu nennen. Das ist ich aber hätte den Bär nicht angreifen sollen, der nimmt uns das Mongolengebiet auseinander. Ah, okay, du bist gerade mit Bären am Kämpfen. Nö, der Bär kämpft für mich gerade. Okay. Nee. Das ist generell so ein bisschen ein westliches Phänomen. Unsere Gesellschaft ist sehr gestreamlined, wir haben wenig Aufmerksamkeit fürs Detail, auch wenig Geduld. Und vor allen Dingen, im Gegensatz zu einigen anderen Kulturen, ist bei uns eher so der Fokus auf möglichst viel. Ja, möglichst viel, möglichst einmal, groß und feuerfrei. Auf einmal billig und wir haben dann nicht so das Auge für so die kleinen Dinge im Leben. Das ist übrigens überall, das hast du auch in der Musik, fast jeder Song, den du im Radio hörst, wenn du was vergleichst mit früher Pink Floyd. Bei Pink Floyd hörst du dir erstmal 10 Minuten den Song an, bevor der anfängt, irgendeinen Ton zu singen, auch bei Dream Theater. Erstmal 5 Minuten warten. Bei den heutigen Pop-Songs ist das so, die drücken Play und innerhalb der ersten 2 Sekunden muss der Refrain kommen. Ja. Die ganzen Kinofilme, es muss immer sofort Action sein, irgendwie Comedy oder irgendwie große romantische Gefühle. Es kann nichts. Es ist eine Verschwendung von Real Estate, wenn mal eine Minute lang nichts passiert. Ironischerweise ist es dann aber auch so, dass die meisten, die bestbewertetsten Filme auf die Filme sind, wo wirklich ein bisschen auf Details und auf Settings geachtet wird. Erst vor kurzem No Country for Old Men angesehen. Da wird unglaublich viel Zeit dafür verschwendet, Spannung aufzubauen. Und am Ende hast du diese absurde Szene, wo einfach der Sheriff 3 Minuten lang über seine Erfahrungen und seinen Traum berichtet und die absolut überhaupt nichts zur Story beiträgt. Was einfach nur so eine schöne Untermalung ist, meiner Meinung nach. Aber ja. Ja. Ist wie gesagt eine kulturelle Sache. Und ich finde, dass es sich im asiatischen Raum etabliert hat, das ist halt eine Sache. Es gibt auch in westlichen Medien, dass da ein bisschen mehr aufs Detail geachtet wird. Aber leider ist es so, dass sich diese Actionfilm-Scheiße da von Marvel 10-mal besser verkauft als jeder andere Film. Einfach weil man noch gleichzeitig ewig Franchise hinterher drücken kann. Ja. Und das ist halt eine Sache, die sich dem Markt angepackt passt. Eigentlich habe ich nicht mehr zu sagen. Ja, das beschreibt's gut. Ja, das hast du halt hier auch so ein bisschen. So kleine Geschichten, du gehst halt irgendwo hin, findest irgendwo was klitzekleines, was für die Story halt, weil du das ja mal gesagt hattest, Justin, hier, das wird zieht sich alles ein bisschen lang. Das ist bei diesem asiatischen Spiel, was halt auch im feudalen Japan halt spielt, ist es halt so. Das sind so diese kleinen Geschichten, die das Spiel halt lebendig machen. Und ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Je jünger man ist, desto weniger legt man darauf Wert, weil man es einfach nicht mehr gewohnt ist. Ich zum Beispiel bin es total gewohnt und ich mag das total. Also, keine Ahnung, da so einer einfach einer Dame so ein bisschen helfen. Das mit den, wie heißt's, das mit dem geklauten Reis und alles, das fand ich zum Beispiel so viel charmantvoller, als irgendwie 3 Räuberbasen
zu besiegen, um Fortschritt zu machen. Und ja, sowas zieht sich natürlich wie Kaugummi. Also muss man halt mögen. Das ist halt so. Dann kann ich dir eine Empfehlung geben an der Stelle. Also es erinnert mich ein bisschen an meine Erfahrung mit Witcher 3 im Gegensatz zu Skyrim. Aber ich gehe jetzt mal in eine ganz andere Richtung. Yakuza Zero. Ja. Yakuza das Spiel könnte dir sehr gut gefallen, weil ich glaube, da ist das mit, richtig mit dem Detail drin. Ja, das Problem ist vielleicht auch, dass Yakuza Zero damit mit dem Gedanken habe ich auch schon mal gespielt, aber ich glaube, das ist dann nicht mehr der Rest der Welt passt dazu, nicht mehr zu meinem Geschmack. Also, was ich ist auch ein asiatisches Weeb-Spiel, klar. Yakuza Zero zum Beispiel ist halt eher in der modernen Welt. Ich zum Beispiel mag Ghost of Tsushima sehr, weil es halt wirklich Mittelalter und Dingsbums wäre. Witcher 3 kannst. Bei Cyberpunk ist das bestimmt genauso wie bei Witcher 3, aber Cyberpunk ist halt wieder mir zu futuristisch. Deswegen würde es mir wahrscheinlich nicht gefallen, obwohl ich Witcher 3 gefeiert habe. Und hier passt einfach alles perfekt rein. Du hast nicht so viel Technik, du hast keinen Fokus, keine irgendwelche übersinnlichen Sinne, obwohl bei Witcher 3 ist es halt, ja, bei Witcher 3 ist es halt noch gerechtfertigt, weil das halt ein Hexer ist. Bei Horizon Zero Dawn oder Forbidden West hast du halt den Fokus. Hier musst du halt noch nach den eigenen Sachen suchen, nach den Spuren. Also die werden nicht irgendwie aufgeleuchtet oder sonst was. Was in meinen Augen auch noch okay ist. Alter, diese Doppelschwerter, ne, die sind echt übel. Und ja, es ist halt eigentlich relativ entspannt. Also mir gefällt hier an Ghost of Tsushima alles. Die Wahl zwischen ich zücke jetzt mein Schwert und nähe alle Mieder oder ich schleiche jetzt einfach so ganz entspannt mit Pfeil und Bogen und mache alle den lautlosen Killer. Zeitgleich aber auch diese kleinen Geschichten, wo man einfach Leuten in Not helfen kann. Hier zum Beispiel hat mich das mit der Quest weitergeführt. Nein, aber ich rette einfach eine alte Dame, die von den Mongolen Dingsbums wurde. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Es hieß, am See sei es sicher. Doch das stimmte nicht. Mongolen lagern unterhalb der Steinbogenstraße. Ich sah sie erst, als es zu spät war. Eine gute Stelle für einen Hinterhalt. Aber nicht mehr lange. Es sind so viele. Bitte, seid vorsichtig, mein Herr. Hier, einfach so Kleinigkeiten. Das mit den Fuchsbauen oder den Füchsen folgen ist zum Beispiel auch nicht schlecht. Das hast du halt in westlichen Filmen halt auch eher nicht. Hast du ja eben bei Rain Simulator gesehen. Kill die Füchse. Hier verehrst du sie halt. Obwohl das im asiatischen Bereich ziemlich häufig der Fall vorkommt. Zum Beispiel der neunschwänzige Fuchs bei Naruto zum Beispiel. Kurama. Der hat ja auch eine richtig guten Stellenwert. Kein Hixer zu sagen. Du hast Naruto geguckt. Nicht so intensiv wie ich, aber durch dich kenne ich das Ding ja erst. Ja, und es war Trash. Das mag sein, obwohl ich es eigentlich cool finde. Aber hier zum Beispiel verstehe ich. Ich habe recht schnell aufgehört, den Scheiß zu sehen. Ich habe es bisher nur bereut. Also nicht, dass ich aufgehört habe, sondern dass ich es jemals angefangen zu sehen. Es gab so, warum ich sage, dass es eigentlich Trash ist. Deswegen, ich meine, wenn du sagst, dass Anime Trash ist, verstehe ich, aber warum alles aus Asien? Das hier hat nichts mit Anime zu tun. Doch. Ghost of Tsushima hat nichts mit Anime zu tun. Also, ja, asiatisch. Toll, ja, super. Muss ich jetzt darüber diskutieren? Du bist doch in einem YouTube-Video drin. Das kann man vielleicht wann anders mal ansprechen. Super, das mit dem Fuchs war noch goldig. Guck mal, Justin, haben wir doch mal wieder was für dich gehabt. Lingusterholz, Belohnungen, Schrein am Schlangenberg. Nicht abgeschlossen. Komme ich da schon hin? Oder kriege ich wieder etwas, was mich vielleicht... Es fehlt ein Gegenstand, um diesen Schreinaufstieg abschließen zu können. Okay, verstehe. Was haben wir hier? Verfügbare Verbesserung 5. Habe ich so viel Wildtierfälle bekommen? Oder ist es eine von 5? Wir gewöhnen uns lieber an die Mongolen hier, meint ihr? Wir liegen genau zwischen Gori. Genau deswegen kommt es allen schon fast so vor, als ginge es hier um Rassismus. Das Meer kontrollieren. Da
Ja, wie gesagt, das können wir gerne mal so quatschen. Wegen dem Hardcore-Hass. Ja, wenn ich... Das ist halt... Warum muss alles aus Asien gleich Weepshit sein? Nur weil eine Sache da vielleicht ein bisschen... Oder eine Gruppe das ein bisschen extremisiert. Darf ich euch helfen, mein Herr? Wie gesagt, das können wir wann anders diskutieren. Nicht jetzt. Ja. Weil ich will im Ende, ich will nicht, dass da irgendwas davon öffentlich wird. Alles klar? Ja, ist okay. Fernkampfwaffe. Brandpfeil, Windglocke. Oh, Brandpfeil. Ah, ich habe 16 Raubtier. Tut mir leid. Dafür brauche ich von Technikzeug kommt. Ja, das stimmt. Nur für euch. Deine geliebten besten Kondensatoren kommen auch aus China. Ich meine, komm schon. Ja, China ist ja auch nicht so schlimm. Er tötete den Bären. Saurasien. Er war auch bis zum nächsten. Also, entweder oder. Gut, Tsushima ist jetzt Dingsbums. Unentdeckter Ort. Ja, China macht einige Dinge deutlich besser als die Japaner. Daher. Also wie gesagt, Ghost of Tsushima ist so ein... Das Spiel gefällt mir extrem. Erstens, es trifft einfach meinen Filmgeschmack. Es hat fast nichts mit Technik zu tun. Also klar, wir spielen es auf einer Konsole. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber hier zum Beispiel jetzt nicht irgendwie so high-futuristisch oder sonst was. Pfeil, Bogen, Samurai-Schwert, Feuer frei. Es spielt in der richtigen Zeit. Und zwar in meinen Augen so in der Mittelalterzeit. Hier würden wir wahrscheinlich, ist wie bei Witcher 3, das modernste, was da das ist, außerhalb von Magie, ist halt eine Armbrust. Und ja, deswegen passt das halt völlig. Das Einzige, was mich an Horizon Zero Dawn wirklich, oder generell an Horizon, an diesen beiden, extrem halt gerissen hat, ist halt Roboter, Dinosaurier und du jagst sie mit Pfeil und Bogen. Und der Bogen, den kannst du halt richtig gut technisieren. Und das hat mir an dem Spiel halt gut gefallen. Obwohl bei Forbidden West bin ich ja auch so ein bisschen am Kritisieren. Muss man einfach sagen. Ist genau das gleiche wie bei Far Cry 6. Wo man sich dachte, yo, vier Waffen ist uns nicht Variation genug. Du brauchst jetzt sechs Waffen. Und jede Waffe braucht 8 verschiedene Kugeln und ein Scharfschützengewehr mit den falschen Kugeln macht weniger Schaden bei einem Kopfschuss als zum Beispiel eine 9mm auf gleichem Abstand mit der richtigen Kugel. Da denke ich mir so, das muss nicht sein. Eine Standardkugel sollte genauso viel Damage machen, wenn sie in den Kopf gerät, oder ein Headshot mit einer Standardkugel tut und einem Scharfschützengewehr tut genauso weh wie eine Weich... Weichtier-Projektil-Geschoss aus einer 0mm. Wenn ich beides im Kopf habe, war es das für mich, in der Regel. Sollte zumindest der Fall sein. Ich habe hier was vergessen? Oder ist es hier wieder dieser Bambusstand? Ach, der ist das. Hoffentlich findet ihr weitere Clan-Banner. Ich warte so lange hier. Ach so, der will ja nur die Clan-Banner haben. Ah nee, warte mal, da ist noch ein Bambusstand. Da kann ich meine Ausdauer, glaube ich, erhöhen, ne? Oh, das wird wieder interessant. XL1-Viereck. Yes! Oh, komm schon! XL1. Viereck L1, X Kreis Kreis. Wie schnell muss das denn gehen? Mich verarschen! Ich hab doch zweimal Kreis gedrückt. Boah! Gott sei Dank. Bambusstand abgeschlossen. Jetzt muss ich noch 4 abschließen, um einen Punkt an Ausdauer zu bekommen. Das ist gut.
Warum kann ich die Karte nicht aufrufen? Was soll das? Hier leuchtet wieder was. Das bedeutet, da kann ich irgendwas finden. Oder upgraden. Ja, hier sind wir im Heim von der Yuna. Und hier haben wir noch ein paar Leute gerettet. Das bedeutet, wir werden hier... Ich bearbeite alle Arten von Rüstung. Habe ich den Schutz, den ihr braucht? Das werden wir sehen, gute Frau. Tadayoris Rüstung. Erhöht die Geschwindigkeit beim Einlegen und Nachladen von Pfeilen. Damit seid ihr sicher. Arigato! Gosagaimas! Daran wird euer Gegner verzweifeln. Wir sehen uns wieder. Ich will nicht den Kimono anlegen, ich will andere Rüstung anlegen mit Pfeilen. Oh, der sieht schon geil aus. Ich behalte den Kimono, der sieht einfach stylisch, der ist einfach stylisch, der Hammer. So, jetzt haben wir hier Wurfhaken. Jins Reise. Vielleicht sollten wir das machen, dann kriegen wir nämlich den Wurfhaken und können vielleicht weitergehen. Finde Yuna in Komatsu Schmiede. Ja, Yuna, wo bist du denn? Wo ist denn unsere Yuna? Yunalein, kleines Schwein, wo bist du denn? Komm zu mir hin. Das fand ich ja super. Yuna als Zuschauerin und dann das erste, was wir bei Ghost of Tsushima trafen. Die Diebin Yuna, die uns hilft. Das war doch... Ja, ich weiß, dass du noch da bist, Yuna. Schön. Ich suche aber die andere Yuna. Nee, das Wortspiel war durchaus gemeint. Ich habe euch beide gemeint. Doch einer der beiden war eine Frau, wenn sie ihn vom Schlachtfeld rettete. So, wo ist denn jetzt die andere Yuna? Da ist sie. Er wird sie im Schlaf überraschen und euch beschützen. Verbreitest du wieder Geschichten? Ich sage ihnen nur, was sie hören wollen. Manche von ihnen nennen dich den Geist. Nachdem du sie auf die Idee gebracht hast. Der Grund, dass diese Menschen bleiben, ist ihr Glaube an dich. Ihr Glaube gebührt den Samurai. Für sie bist du beides. Wenn Fürst Shimura frei ist, müssen sie nicht mehr an Volksmärchen glauben. Mag sein. Taka müht sich mit deinem Auftrag ab. Er will dich nicht enttäuschen. Mal sehen, wie er vorankommt. Müssen wir jetzt der Yuna folgen? Reise mit Yuna zu Schmiede. Ja, da siehst du, Yuna. Guck doch mal, da sind doch schon die beiden zusammen wieder. Du hast Krieger gesucht, um deinen Onkel zu retten. Ganze Zeit am Laufen. Ein bisschen. Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi leben noch. Sie haben eigene Sorgen, doch wenn es soweit ist, wollen sie mir helfen. Ein Bogenschütze und eine Adlige. Meinst du das reicht? Ich habe auch die Strohhutronin angeheuert. Ihr neuer Anführer ist ein alter Freund von mir. Ja, klingt so, als hättest du genug Hilfe. Hilfst du uns? Ich weiß nicht. Kann uns hier jemand helfen? Ja, ich. Geh du zu Taka. Wir sehen uns später. Ach, komm schon, Yuna. Die hilft uns bestimmt. Muss man mit deiner Namensschwester reden, Yuna. Die hilft uns doch bestimmt gegen die Mongolen. Danke für eure Geduld, mein Herr. Aber erstmal mit ihrem Bruder sprechen. Ein Eisenhaken, an dem ich ein Seil befestigt habe. Damit könnt ihr Mauern erklimmen. Euch über etwas schwingen. Trägt er mein Gewicht? Ich habe es selbst ausprobiert. Ich nenne ihn Kaginawa. Perfekt. Ich stehe in eurer Schuld. Nein. Er ist ein Geschenk. Ich habe meine Schwester, mein Heim, mein Leben. Das reicht. Danke, Taka. Jin! Da hat die Yuna doch einen super Bruder. Yasuo? Hat er gerade Yasuo gesagt? Jin Sakai! Hat jemand einen Samurai gesehen? Ich weiß, ach nee, Ryuzo. Ich hab dich überall gesucht. Wie kann ich dir helfen? Ich glaube, es geht mit der Story weiter. Die Mongolen haben meine besten Kämpfer. Ich brauche sie für die Rettung von Fürst Shimura. Jin, wenn wir nichts tun, sind meine Männer tot. Und dein Onkel bleibt in Gefangenschaft. Wo sind sie? In Käfigen, nahe vor Yatate. Gut, Ryuzo. Mal sehen, was wir tun können.
Wieder eine Befreiungsmission, ist auch super. Wir haben jetzt ein paar kleine Geschichten gehabt. Wir haben ein Geschenk von Yunas Bruder bekommen. Wir haben mit der Yuna gequatscht. Das ist doch super. Und jetzt müssen wir wieder ein paar Leute retten. Und wir haben sogar einen Eisenhaken bekommen. Siehst du, kannst nicht sagen, dass es keinen Fortschritt gibt in dem Spiel. Sie sind in Käfigen bei Fort Yatate. Wo genau? Die Käfige sind genau gesagt im Fort. Oben auf einer Klippe. Wie sollen wir deine Leute von dort aus befreien? Ein paar meiner Männer wurden nicht gefasst. Sie warten bei einer Kreuzung in der Nähe. Wir brauchen ihre Schwerter. Geh du ist vor. Ist zwar jetzt nicht so husch husch schnell, aber es läuft. So, dann... Fuck, der hat einen coolen Umhang. Sieht zwar wie aus wie... Wie wurden deine Männer erwischt? Du hast mir doch eine Karte gegeben. Die mit den Nachschublinien der Mongolen? Habt ihr Essen gefunden? Ja. Sehr gut bewachtes Essen. So viele Wachen für deine besten Männer? Die dreckigen Hunde haben uns völlig überrumpelt. Ich bin selbst nur knapp entkommen. Sicher, dass deine Männer noch leben? Ich habe sie letzte Nacht singen gehört. Und die Mongolen haben sie das tun lassen? Scheint so. Seid ihr gute Sänger? Ist vielleicht angenehmer als Söldneraufträge. Ich wollte dieses Leben nicht. Aber ich hatte keine Wahl nach dem Duell. Oh, bei Fürst Nagaos Turnier. Wir haben nie darüber geredet. Vor dem Kampf hatte ich Kommandanten aller Clans eingeladen. Du gingst auf mich los, als wäre ich dein Todfeind. Hast mir fast den Arm gebrochen. Hätte ich dich geschont, hätten das alle gemerkt. Du wolltest mich umbringen. Ich konnte mich nicht besiegen lassen. An einem niederen Ronin? So war das nicht gemeint. Du wurdest als Fürst Sakai geboren. Das Turnier war meine Chance, mir einen Namen zu machen. Einem Fürsten zu dienen. Samurai zu werden. Wärst du nur zu mir gekommen, ich hätte dich angestellt. Weil das sonst niemand hätte? Nein. Ich musste mich selbst beweisen. Hättest du das nur früher erzählt? Hätte ich vielleicht tun sollen. Das sind doch super Freunde. Der Geist. War Fürst Sakai nicht mehr gut genug? Und wenn? Angst, ich werde berühmter als du? Das ist eine freundschaftliche Rivalität zwischen den beiden. Er hat es doch eh nicht verziehen, dass wir ihn besiegt haben. Und dann ist er noch zu stolz, zu uns zu kommen und eine Anstellung als Fürstendiener zu bekommen, oder was? Mensch, diese Freundschaft. Die hat was. Darauf finde ich super. Okay, das war richtig cool synchron. Wo sind Hiro und Shinzo? Sie sind weg. Und sie kommen nicht wieder. Feiglinge! Laufen fort, nach allem, was ich für sie getan habe. Es sind genug zur Rettung deiner Männer. Es stand schon schlechter. Ich verlor Männer an Mongolen. Krankheiten, Hunger. Aber das noch nie. Sie sind schwach. Das ist nicht deine Schuld. Will uns noch jemand verlassen? Scheinbar nicht. Es wird bald dunkel. Super. Frage ist, wo müssen wir hin? Wahrscheinlich hier hin. Ja, macht's gut, YouTube.